got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice. Und damit guten Tag Leute, Leo hier mit dem ersten Part des Batman Arkham Knight Let's Plays. Was ist denn hier los, würde ich mich einfach mal spontan fragen. Okay, was geht, Joker? Use your mentality. Wake up. So hat es sich abgespielt. So ist Batman gestorben. Vor 9 Monaten wurde der Joker eingeäschert. Ich habe den Knopf selbst gedrückt und den Mistkerl verbrannt. Und dann warteten wir. Gotham rüstete sich für den unvermeidlichen Machtkampf. Doch er kam nicht. Die Kriminalität ließ sogar nach. Aber ich wusste, dass ein Krieg bevorstand. Ich wartete nur darauf, dass jemand den Abzug drückte. Okay, wir sind ein Polizist, das ist schon mal nice. Wir haben Durst anscheinend, Leute. Hallo. Danke. Kein Problem. Oh, danke sehr. Und, was darf sein? Das Übliche? Sicher. Okay, Hähnchensalat ohne Dressing. Nein, ich nehme doch Waffeln. Mit Speck. Erzählen Sie es nicht meiner Frau. Wie Sie meinen, Officer. Oh, und falls Sie mehr Kaffee wollen, rufen Sie einfach. Ja, freilich. Also so ein Käffchen bräuchte ich auch mal ganz gut. Und Waffeln mit Bacon oder so, das hört sich schon mal verdammt gut an. Tut mir leid, Sie beim Essen zu stören, Officer Owens. Aber da drüben in der Ecke sitzt ein Kerl und raucht. Warten Sie hier, ich kläre das. Okay, ja, Leute. Ich habe richtig Bock auf ein Let's Play jetzt hier und wir schauen uns mal ein bisschen hier um. Halloween ist es anscheinend. Sehr geil und ist auch ganz geil, der Start von Batman Arkham Knight eben. Lass mal gehen. Ich sollte mit dem rauchenden Besucher reden, bevor ich gehe. Okay, war ein Versuch wert. Aber ja gut, wir schauen da mal. Hier raucht einer, das ist eigentlich verboten, was schon mal extrem schlecht ist. Leute, was geht? Eiskalt, da hinten ist er. Schön versteckt, okay. Dann würde ich einfach mal sagen, tun wir mal das, was ein Officer so normalerweise tut. Hallo. Verzeihung, Sir. Sie dürfen hier nicht rauchen. What the fuck is happening? Okay. Scheiße. Okay, den werden wir anscheinend nicht los. Komm schon. Oh. Können wir nachladen? Oh. Das sieht ganz schlecht aus. Wurden urplötzlich in ein Gemetzel verstrickt. Unter den wenigen Überlebenden befindet sich auch... Diese Demonstration
hat nur 150 Milliliter meines Gifts verbraucht. Morgen wird das wie ein Kinderstreich wirken. Gotham, das ist die einzige Warnung. Gestern waren noch 6,3 Millionen Einwohner in Gotham City. Heute nicht so viele. Auf den Straßen befinden sich nur noch Leute, die das Chaos lieben. Gothams Beste. Abschaum. Kriminelle. Und Schlimmeres. Zu wenig gute Menschen, um sie zu stoppen. In nur 24 Stunden verloren wir die Kontrolle über die Stadt. Heute hofft Gotham auf einen, der uns alle retten soll. Herrlich, und damit sind wir endlich im Spiel, sage ich jetzt mal. Sind hier auf einem Aussichtspunkt und das Bat-Signal ist am Start und wir sollen da oben rechts stehen. Commissioner Gordon sollen wir treffen und das würde ich auch einfach mal sagen, werden wir tun. Und um das eben mal zu sagen, ich habe die Untertitel erstmal deaktiviert. Also ich dachte mir nämlich, Herr, wenn ich, also das ist jetzt hier so Hintergrund-Noise, das ist unwichtig, das sagen die ganzen Schläger auf der Straße öfters, aber prinzipiell. Ihr könnt das Let's Play selbstverständlich mitgestalten und wenn ihr sagt, Leo, mach mal bitte die Untertitel an, dann mache ich auch einfach die Untertitel an, ne? Also das, ihr könnt das wirklich einfach mal einfach in die Kommentare schreiben und ich gucke mir das Ganze mal an, ob ich das machen kann. So, jetzt sind wir aber auch dann schon da. Ich bin froh, dass du heil rausgekommen bist. Entschuldige, ich muss los. Sei vorsichtig, Barbara. Wie immer ein gelungener Auftritt. Wie läuft die Evakuierung? Der letzte Bus hat die Stadt vor einer Stunde verlassen. Ich bin froh, dass meine Tochter rechtzeitig raus ist. Jetzt fängt die richtige Arbeit an. Irgendwas über Scarecrow? Wir verfolgten ein unbekanntes Militärfahrzeug, das durch Chinatown raste. Es war unsere einzige Spur heute Nacht, ist uns aber entwischt. Wegen der Evakuierung haben wir nicht genug Personal in der Stadt. Wenn ihr es findet, sollten deine Männer nicht näher ran. Ich kümmere mich drum. Glaubst du, dass Scarecrow wirklich so krank ist, eine Chemiewaffe in Gotham zu zünden? Das werde ich nicht zulassen, Jim. Falls du mich erreichen musst, wird eine lange Nacht werden. An alle Einheiten, 1033 im Sektor 2. Vermisster Streifenwagen, Einheit 247, vermutlich Officer am Boden. Hey, Batman. Jedes verdammte Mal. Oracle, wie ist die Position von Einheit 247? Bin schon dran. Wie geht's meinem Dad? Er hält durch. Irgendwie macht er das immer. Okay, ich schick dir die Position des Wagens. Sei vorsichtig, da draußen sieht's nicht gut aus. Yes, da draußen sieht's nicht gut aus. Was aber ganz gut aussieht, ist nämlich eben mein neues Experiment mit der Länge der Let's Play Parts.
10 Minuten haben wir erreicht und es ist jetzt auch ein guter Part, bevor wir jetzt wirklich in die Action reingehen, um einfach mal zu sagen, dass der erste Part zu Ende ist. Morgen, wenn ich das, also wie gesagt, muss ich gucken, ob ich das schaffe, aber die Theorie besagt, dass morgen der zweite Part direkt auch schon kommt. Und dementsprechend würde ich dann auch sagen, vielen herzlichen Dank fürs Anschauen, wir sehen uns im nächsten Part.